ZSL 1CV Update wird Ihnen präsentiert von Swiss Life und dem Hotel Meiringen, Ihres Hotel im Berner Oberland. Wir freuen uns auf das Spiel ZSC Lions gegen Ambrì Piotta. Zum einen, weil ZSC-Fans wissen, wenn Ambrì hierher kommt, gibt es meistens einen Sieg für ZSC Lions. Vor 5 Jahren hat Ambrì das letzte Mal hier gewinnen können. Und falls die Lions heute Abend gewinnen, wäre es der 10. Sieg in Serie in einem Heimspiel für ZSC Lions. Und dann freuen wir uns noch, weil der heutige Abend in Geschichte wird eingehen. Der Matthias Seger spielt sein 1079. Spiel in diesem Laden. Das ist ein einmaliger Rekord. ZSC gegen Ambrì jetzt. Lang ist es nicht gegangen, 5. Spielminute, ZSC Lions gehört schon 1-0 in Führung. Torschütz ist mit der Nummer 12, der Luca Conti, zum 1-0. Ambrì hat zwischenzeitlich zum 1-1 können ausgleichen in Überzahl, aber jetzt zur Spielmitte gehen ZSC Lions wieder in Führung, 2-1, erzielt Chris Baltisberger. Tatsächlich ist heute Abend die schöne Siegesserie von der ZSC Lions gegen Ambrì im eigenen Stadion gerissen. Ambrì konnte zum 2-2 ausgleichen, es ist dann in die Verlängerung gegangen. Und dort hat Ambrì sogar ein Siegesgoal geschossen. Natürlich ist dann auch der grosse Jubilar vom Abend, der Segi, der heute definitiv zur Legende geworden ist, zuerst einmal ein bisschen enttäuscht gewesen nach dieser Niederlage. Ja, also erst bin ich mir sicherlich enttäuscht über das Spiel, dass wir nicht 3 Punkte geholt haben. Ich glaube, wir haben uns sehr viel vorgenommen heute Abend. Wir haben sehr viel probiert, um etwas zu kreieren. Wir haben auch ein bisschen zu viel probiert. Das ist ein bisschen hinten raus. Aber ich glaube, Ambrì hat auch wirklich sehr clever gespielt heute Abend. Sie haben wirklich defensiv sehr gut agiert und haben uns das Leben wirklich schwer gemacht. Du bist geehrt worden. Du hast die ganze Bühne für dich gehabt vor dem Spiel. Etwas, was als Mannschaftssportler selten hast. Wie hat sie dir innen ausgesehen? Erzähl ein bisschen von den Emotionen. Ja, es war schon ein bisschen ein guter Moment. Ich glaube, es ist eigentlich nicht so meins, aber ich bin natürlich sehr dankbar, dass der Club das für mich gemacht hat. Es ist eine grosse Ehre. Und, ja, es ist vieles durch meinen Kopf gegangen. In dieser, ich glaube, nicht allzu kurzen Zeit, als ich allein auf dem Eis war, aber es ist mir wie eine Ewigkeit vorgekommen. 1079 NLA-Spiel, das ist eine unglaubliche Marke. 18 Jahre bei der ZSC Lions, das ist auch fast nicht zum Glauben in der heutigen Zeit. Warum diese Clubtreue? Ja, ich glaube, Zürich ist ein extrem professionell geführter Club. Ich meine, wir als Spieler haben immer haben wirklich immer perfekte Arbeitsbedingungen gehabt. Auf der anderen Seite, eben das Team hat immer extrem gute Typen dabei gehabt, und das ist eigentlich das, was mich motiviert für das Spiel, für die Mannschaft und ich glaube halt einfach auch die Stadt und alles. Für mich hat es nie eigentlich einen Wechsel gebraucht. Natürlich fragen sich alle, wie lange kann man ihn noch spielen sehen. Machst du dir da Gedanken oder nimmst du da quasi wirklich Woche für Woche, Monat für Monat, um zu schauen, wie es am Körper geht? Ja, aber es gab mir natürlich immer mehr Gedanken, speziell weil alle Journalisten das fragen. Aber schlussendlich bin ich Spieler, ich will gewinnen, ich will der Mannschaft helfen und wir werden sehen, wie lange das noch geht. Hoffentlich noch lange Zeit, danke vielmals. Merci. Ja, Chris Baltisberger ist nie lässig, nach einer Niederlage herzustehen. Wir haben gegen Ambrì Piotta verloren. Ist es gewesen, weil Ambrì heute sehr stark war oder haben die nicht so ein Spiel gefunden? Ja, ich würde beides sagen. Ich denke, wir haben sicher sehr gut angefangen. Aber haben nachher irgendwie verpasst, 2 Gänge aufzuschalten, haben dann einfach sind weniger gelaufen. Und ja, Ambrì hat heute Schlag gemacht, sie haben auf Konter gespielt und wenn sie ihre Chance hatten, haben sie es ausgenutzt. Ja, ich ist bis jetzt ein bisschen Auf und Ab in dieser Saison. Man hat das Gefühl, das System greift vielleicht noch nicht ganz. Wirkt das nur so oder sind ihr euch auch noch ein bisschen am Finden? Ja, ich denke, wir haben sicher sehr gute Ansätze, aber Konstanz fehlt ein bisschen. Ja, es ist immer ein bisschen das gleiche Muster. Wir fangen gut an, hören dann auf und nachher am Schluss müssen wir am Rückstand ansäckeln. Ja, drücken dann einmal, aber irgendwie bringen wir sie dann einfach nicht mehr am Schluss. Reden wir vielleicht am Schluss noch kurz über den Segi. Immerhin etwas gibt es zu feiern heute. 1079 NLA-Spiel.
schon noch eindrücklich. Wie ist das so für einen Jungen, wenn man das so hört und miterlebt? Ja, gibt es eigentlich wirklich nicht viel zu sagen. 1079 Spiele, ist unglaublich. Ja. Ich mag mich noch erinnern, als ich mal einen Stock vom Segen bekommen habe. Da war ich noch 10 und er hat dort schon hier im Hallenstadion gespielt. Von dem her, ja, ist wirklich sehr eindrücklich. Und ja, herzliche Gratulation. Merci vielmals.